Schwerin, das Landesjustizministerium. Die Medien sind hier nicht allzu oft unterwegs. Vielleicht liegt das an ihr. Die Hausherrin Uta Maria Kuder steht ungern im Rampenlicht. Die symbolische Waage der Göttin Justitia braucht viel Ruhe. So könnte das Motto sein. Für unser Team macht die Justitia jedoch eine kleine Ausnahme. Die Kamera darf die Justizministerin ein Stück weit durch den Tag begleiten. Uta Maria Kuder, Jahrgang 1957, examinierte Rechtswissenschaftlerin, seit dem 7. November 2006 Amtsinhaberin im Justizministerium. Die Kollegen schätzen ihre offene Art und Professionalität. Eleganz und Geschmack gehören auf natürliche Weise hinzu. 1994 wechselte die gebürtige Düsseldorferin nach Greifswald. So begann ihre Karriere im damals ärmsten Land der Wiedervereinigten Republik. Also ich habe es nicht als arm erlebt, ich habe es eher als reich erlebt. Reich an Natur, an natürlicher Schönheit, reich an Menschen, die offen sind, die, wo man auch als erkennbar aus von woanders herkommender freundlich empfangen wurde, mit offenen Armen empfangen wurde und geholfen wurde, dort, wo wir nicht mehr weiter wussten. Also das ist das, was ich erlebt habe. Das, Mecklenburg-Vorpommern jetzt, was die Finanzmittel anbelangt, nicht zu den reichen Ländern gehört. Das habe ich damals so noch nicht wahrgenommen. Das hat sich erst so im Laufe der Jahre, habe ich das dann erkannt. Ein etwas ungewöhnlicher Programmpunkt im gewohnten Tagesablauf. Die Justizministerin besucht den allerersten privaten Radiosender des Landes, Antenne MV. Gerade feiert Antenne sein 20-jähriges Bestehen. Ein paar Mal in der Vergangenheit stand die Landesjustitia im medialen Fokus, bundesweit sogar. Uta Maria Kuder erlebte es damals als eine der größten Herausforderungen für eine Justizministerin. Also natürlich, der Fall Lea Sophie ist ein furchtbarer Fall gewesen, wie andere Fälle eben auch furchtbar sind, wie der Fall Caroline ebenso erschütternd gewesen ist. Und unsere Sorge muss ja immer dahin gehen, wie kann ich sowas verhindern? Wie kann ich in Zukunft dafür Sorge tragen, dass sowas Schreckliches nicht nochmal passiert? Weil die Tat kann man ja immer leider nicht ungeschehen machen. Und da schauen wir natürlich auch, wie gehen wir mit diesen Menschen um, die solche Taten begangen haben? Was können wir da tun, dass sie es nicht ein weiteres Mal eine ähnliche Straftat passiert? Und das war eben Schwerpunkt auch meiner Arbeit hier. Das heißt also, wir haben die Bewährungshilfe auch personell verstärkt. Wir haben geschaut, welche Defizite haben Straftäter. Woran liegt es, dass jemand vielleicht auch so gefühlskalt ist, dass der das gar nicht so empfindet, so schrecklich, wie die Tat tatsächlich ist. Um dann auch zu schauen, was können wir im Vollzug machen, damit genau da Defizite aufgeholt werden, die offensichtlich in vielen Bereichen vorhanden sind. Wie funktioniert das Radio und vor allem, wie werden die Nachrichten produziert? Das möchte Uta Maria Kuder genau wissen. Das leidenschaftliche Forschen in jedem Bereich, der gerade angefasst wird. Ein Charakterzug, der schon immer da war. Daraus resultiert ein bewusstes und ebenso engagiertes Handeln. So erklärt die Justizministerin auch ihren relativ späten Eintritt in die CDU im Jahre 2002. In eine Partei einzutreten ist immer so ein Punkt, wo ich jemand bin, der sagt, wenn ich in eine Partei eintrete, möchte ich mich auch wirklich engagieren. Ich will nicht nur einfach Mitläufer sein und trete ein und zahle meine Beitrittsgebühren, aber ansonsten lasst mich in Ruhe. Und irgendwann hat man den Zeitpunkt, wo man sagt, Mensch, jetzt bist du auf deinem Lebensweg so weit, dass du auch diese Zeit einfach findest und in die Partei gehst und dich dann auch in entsprechenden Gremien der Partei dann tatsächlich auch engagierst, dich zur Verfügung stellst, Ämter übernehmen kannst. Deswegen erst 2002. Warum ausgerechnet diese Partei? Weil ich glaube, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis von sozialen Blickrichtungen, aber auch Eigenverantwortung des einzelnen Menschen, da ein ausgewogenes Verhältnis in ihrer Politik herstellt. Medien machen Meinung, das hat die Politik schon lange gelernt. Jetzt steht die Justiz ja schon wieder im medialen Fokus. Die Redakteure von Antenne MV können sich nicht die Möglichkeit entgehen lassen, die Justizministerin über die schmerzhafte Gerichtsstrukturreform zu befragen. Als starke Frau muss Uta Maria Kuder auch die durchaus unpopulären Reformen auf allen Ebenen vertreten. Das tut sie mit Würde, Respekt und Vernunft. Ja, es geht
um die Zukunftsfähigkeit der Justiz im Land. Wir müssen schauen, wie kann sich Justiz aufstellen und wie kann Justiz arbeiten, auch im Jahre 2020 oder im Jahre 2025. Und eine Gerichtsstruktur verändert man nicht einfach durch einen Federstrich, sondern es ist die dritte Säule im Staate. Sie muss durch Gesetz auch in ihrer Struktur verändert werden. Und das braucht auch Zeit. Ich kann nicht, wenn es irgendwo hakt, weil ein Gericht mittlerweile so klein geworden ist, dass die Arbeitsaufgaben dort nicht mehr erledigt werden können, nicht morgen dann sagen, dann schließen wir das Gericht, sondern ich muss eine große Gesetzeslawine in Gang setzen. Ich muss umstrukturieren, das heißt, ich habe da Zeiträume und wir reden da jetzt von Beginn der Planung bis zum voraussichtlichen Inkrafttreten von insgesamt 2,5 Jahren. Und da können Sie kein Gericht leer stehen lassen in der Zeit. Das bedeutet Stillstand der Rechtspflege in einem bestimmten Teil unseres Landes dann. Und da hat der Bürger zu Recht Anspruch darauf, dass er auch in Zukunft möglichst schnell und vor allen Dingen auch qualitativ hochwertig Entscheidungen bekommt. Und das werden wir nur schaffen können, wenn wir die Einheiten vergrößern. Und ich denke, mit 16 Standorten, die verbleiben von bisher 21, haben wir da eine gute Lösung gefunden, die beiden Interessen, nämlich der Bürgerfreundlichkeit, aber auch der optimalen Arbeitsabläufe entgegenkommt. Nachmittags die Zeit für Einzelgespräche. Politiker, Juristen und Verwaltungsleute aus den Regionen sind bei Uta Maria Kuder häufig und gerne zu Besuch. Für ihre Sorgen finden sie immer ein offenes Ohr. Wie diesmal, wenn es um eine Vereinbarung über den Bürokratieabbau geht. Gespräche, Verständnis, Hingabe. All das bedarf Kraft, Ausdauer und auch Mut. Wo schöpft die Justizministerin ihre Kraft? Da kann ich ganz klar sagen, also die wirklich großen Vorbilder sind die Familie, sind meine Eltern als Menschen, die immer offen waren, auch wenn man als Jugendliche nicht immer den Wünschen der Eltern entsprochen hat, aber dennoch egal, was man gemacht hat, die Tür oder das Haus steht immer offen und das finde ich ganz wichtig. Und insofern also sind meine Eltern mir schon wirklich auch Vorbild. Ich habe kein Vorbild, wo ich jetzt sagen würde, das hatte ich aber noch nie, dass ich mal so ein, weiß ich, ein Star oder einen großen Politiker oder sowas. Ich glaube, jeder muss seinen Weg gehen und aus sich selbst das Beste rausholen. Und wenn man mit diesem Gedanken getragen ist, bedarf es vielleicht auch gar nicht jetzt eines großen Helden, den man für seinen Weg braucht. Unterschrieben, erledigt, in die Wege geleitet. Ohne große Vorbilder, mit viel Ruhe und ebenso viel Charme. Die Göttin Justitia ist in Mecklenburg-Vorpommern gut vertreten, wenn sie auch nur ungern im Rampenlicht steht.